ich und Chito gehen nochmal rein. Was, Polizei, Bruder, Polizei. Pack Waffen weg. Komm, wir hauen ab. Bundeswehr ist in deren Ort, die findet, wir hauen hier ab. Ja, 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 Bundeswehr ist hier. Ein Bundeswehrler. Ja, ja. Sollen wir den abballern? Nein, ne? Ja, Bruder, was willst du mit Bundeswehrler abballern? Marcelo und Isco, wo seid ihr? Ich denke mal, die liegen noch, ne? Falls sie hier geschäppert haben. Stimmt, Alter, lass die retten. Die Frage ist, wo die sind. Guck mal, da ist ein Bundeswehrler. Guck, sind die da, Bruder? Siehst du das? Guck mal mit deinem Handy. Ich hab Fernglas. Guck mal nach. Da sind welche. Da sind Crips. Und da ist die Polizei. Da ist Marcel. Und da ist Herr Toast. Jungs, Marcel ist da, Bundeswehr. Aber Herr Toast ist auch da. Toast. Hast du die Nummer von Toast? Nein, nein, warum? Ja, dann ruf mal an, frag mal die Lage, check mal die Lage ab. Lass einfach hingehen von der anderen Seite. Okay, komm. Lass von hier. Jo, was geht? Entspann dich mal, Alter. Entspannt euch, Mann. Entspannt eure Herrscher, Alter. Was einmal bitte stehen bleiben. Jo, geht's gut. Hallo, stehen bleiben. Jo, mir geht's gut. Wenigstens einer. So, einmal Maske zwei, ab. Die sich um mich kümmern. Ey. Alles gut, Bruder. Brauchst du irgendwas? Ja. Danke euch, Jungs. Danke, danke. So. Warum Maske ab, verdammte Weil ich das sage. Yeah. Ah, wen haben wir denn hier? Guck mal an. Jo, Sosa. Ich bin hier spazieren gewesen und zufälligerweise habe ich hier Marcel gesehen. Mit Herr Toast als Medic. Deswegen habe ich ein bisschen Sorgen gemacht. Ach so, Herr Toast, die Wichser haben mir auch noch meine Waffen mitgenommen, ne? Sollen die behalten? Herr Hort, geh rüber, gib auch noch gleich deine Waffen ab, Digga. Gar kein Problem. Am besten, wir geben denen auch noch unseren Dingo. Was Herr Toast? Das finde ich eine gute Idee. Auf ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Ja, ich bin wieder gekündigt, ich weiß, Digga. Alles klar. Ja, Bruder, ich bin wieder der Arschloch. Ja. Warum machst du denn immer so eine Scheiße? Halt deine Schnauze, Digga. Halt einfach deine Schnauze. Halt du jetzt auch deine Schnauze, du Wichser, Digga. Was ist das mit ich scheiß. So nee, fickt euch, Digga. Fickt euch. Ich sag euch, ich werde hier angeschossen, Digga. Wir werden die Waffen weggezogen. Ja, aber du bist ja schuld. Bruder, fickt wir sind. Einfach, Digga. Also, ich will ja nichts sagen, aber diesmal. Wir sind vorbeigefahren und die haben geschossen. Was sollen wir denn machen, außer uns verteilen und dann zu schießen, hä? Wir handeln nach Toasts Befehl. Wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei Toast. Ja, warum seid ihr dann so frech, Toast Alter? Warum was denn wieder selber, so beide bei der Bund selber was denn wieder so eine Verdammt, ihr wisst nicht mal, was passiert ist? Wir sind hier wegen Herr Toast. Wir sind hier wegen Herr Toast. Wenn ihr nicht mal die Sache wisst, warum redet ihr da? Diskussion. Soße, das bringt wirklich nichts mehr. Soße, glaub mir, das bringt nichts mehr. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, wie gerne will ich die Wichser. Es bringt anklären, einfach nichts. Wir sind eine Karte. Kannst du damit fahren? Ich kann versuchen vorzufahren damit. Wir tun so, als ob wir abfahren. Sosa? Ja. Hallo? Ja. Was? Bleib nochmal kurz da, red da nochmal mit Herrn Toast. Ja, ich fahr mal um die Ecke. Hier rechts. Du haust sofort ab, okay? Ich kann nicht fahren, Bruder. Ich bin Bundeswehr. Ich muss mit denen reden. Wenn ich jetzt wegfahre, mein Job ist weg. Aber die haben mich ja schon gesehen, dann bin ich am Arsch, Bruder. Nein, du bist nicht am Arsch. Du kannst immer abhauen. Ich steck Schrecken, dann kannst du wegfahren. Weil das heute schon der zweifache Vorfall ist. Ey, Sosa, komm mal mit, Digga. Ja, ja. Oh mein Gott. Los. Egal was ist, wir packen jetzt. Egal was ist. Hört mir zu, egal was ist. Ja. Ihr packt mir Herr Hort seinen Arsch ein, Digga. Ja, egal aber wie was das? Ist. Ist mir scheißegal. Ich versuche die Pistole zu organisieren und ich hol mir seinen Arsch. Ja, klar. Komm, wir gehen Würfelpack, ich hol meinen Dubster, aber der ist zu langsam, Alter. Scheiße. Bruder, warte, wir brauchen nicht. Wenn wir Herr Hort in unserer Gewalt haben, geben die uns ein scheiß Auto von denen, Bruder. Ganz einfach. Deren Autos sind auch unkaputtbar. Nehmen wir so ein Bundeswehrauto. Unkaputtbar, ja, Bruder, was ist das für? So ganz ehrlich, Bruder, nehmen wir ein Auto von denen und dann suchen wir uns eine schöne Location. Aber Bruder, wenn wir jetzt den bedrohen, Bruder, dann werden diese Choppers alle auf uns direkt ballern und hast du nicht Nein, gesehen? Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. Wenn wir den in unserer Gewalt haben, mit Dings machen die nicht. Ja, Tamam, aber wir brauchen eine Pistole. Ja, aber Marcel, mach doch. Ansonsten gehe ich jetzt links diese Zaun und töte alle drei Crips und renne einfach nach links. Ja, kannst du echt machen, mach ich mal. Mach du. Willst du machen, Maut? Mach du, Bruder. Nein, Bruder, ich bin noch Bundeswehr, ich kann nicht. Ich hab noch nur eine Shotgun. Warte mal. Ich guck mal. Warte, ich schau mit Mahmoud einfach ab, wir machen das. Mahmoud, komm mal zu mir. Beide, Bruder, ihr beide. Ich spüre, haut ihr beide. Schießt die Toten. Geh mal Beifahrerseite. Du nimmst den linken und in der Mitte. Nein. Ich nehm alle drei. Geh einfach nur auf andere Seite und hol mich hinten ab. Tamam, warte. Was kriege ich dafür, wenn ich mache? Auf jeden Fall Respekt von allen Leuten. Die sind am Stehen mit dem Rücken zu dir, ja, ne, tu nicht so. Okay, komm, ich mach alle drei, aber hol mich einfach hinten ab, okay? Komm. Ich zieh durch. Der andere Bundeswehrsoldat die ganze Zeit hier mit einer Maske unterwegs. Soll ich das mal wissen? Guck mal, ob die da irgendwo eine BF oder so haben, dass du die mitnehmen kannst, Alter. Jo, Sosa, komm mal her! Hier mit einer Maske unterwegs. Uiuiui. Uiuiui. Komm, ich bin hier in meiner Straße. Ich guck kurz, wo die sind. Olaf, komm her. Ich hab nicht geschossen, ich hab nicht geschossen, also entspannt euch. Wo bist du, Bruder? Komme! Ui! Drei Küsten, ein Bundeswehrler steht. Ja! Okay, ey, diese.
Jungs, ihr habt mich alleine gelassen. Ihr habt mich allein gelassen. Was allein gelassen? Ich bin noch hier. Sind weggefahren. Trau mir einfach, ich liebe dich. Komm mit, steig ein, steig ein. Was, wo? Ey, wir nehmen den blauen Schafter. Ich packe ihn ein. Der ist zu. Achso, ich bin auf dem Auto. Ich packe den Kord ein. Ich halte den Knatter an den Kopf. Hier, warte. Ey, komm zurück. Ihr müsst mich abholen. Die haben nur zwei Türen. Ja, zwei Türen ist okay. Ja, perfekt. Komm. Fahr mir hinterher. So, einmal aussteigen. Das ist nicht dein. Ja, entspann dich mal, Alter. Verdammte Scheiße. Ich bin doch freundlich gewesen. Auf meine Art. Ja, okay. Ja, Sie sind schon freundlich. Ich weiß, was Sie meinen. Und Sie sind... Alle Hände hoch, verdammte Scheiße. So. Alle Hände hoch, sonst ist ja euer Generalleutnant tot. Ja, ganz genau. Steig ein. Die Waffe runter. Sonst ist er tot, ja? So, ich sag euch gleich den Standort. Ich sag euch gleich den Standort. So, fahr weg. So, Herr Hort, welche Musik hätten Sie denn gerne? Wie wär's denn, wenn Sie sich Musik aussuchen würden? Was halten Sie denn davon? Bitte? Weil ich hatte Angst, ist das nicht der Fall. Ach so, müssen Sie sich eine Musik aussuchen? Eine Musik aussuchen? Ja. Da wir jetzt gemütlich... Haben Sie Country Road? Wir müssen hier los. Ey, wir haben Hort, wo sollen wir hin, Junge? Oder wollen wir unten Macebank? Also alle seine Waffen fallen lassen. Jungs, geht unten. Jungs, geht unten Macebank. Lass unten Macebank. Alles gut, Digga. Unten Dings. Lass doch unten. Ich hätte eine Frage hier. Bitte schön. Die Pistole, die du jetzt... Lass unten Schadspawn. Ja, hat ja. Hat die Waffe dir Herr Toast zugesteckt? Nee, hat er nicht. Wieso? Ah, ich wollte es nur wissen. Die hat mir mein Kollege neben mir zugesteckt. Okay. Genau. Wir sind gerade auf irgendeiner Autobahn, verdammte Scheiß, Richtung Platz. Verschwinden Sie! Wer ist das? Ist hinter uns einer. Verschwinden Sie, sonst ist der Kollege tot! Ich werde euch einen Standort schicken! Verschwinden Sie! Also ich sag mal so. Verschwinden Sie, sonst ist der Kollege tot! Ich schicke Ihnen einen Standort! Also ich weiß nicht, jetzt nicht, ob ich Ihnen die Kündigung geben soll oder die Beförderung. Du hast gerade ein ganz anderes Problem hier. Was hättet ihr denn lieber? Beförderung. Dass du die Fresse hältst. Ja. Also ich sag Beförderung, verdammte Scheiße. Moment, aber ich bin am Telefon. Da müsst ihr mich auch loslassen. Beförderung, wenn ich sie loslasse? Ja. Herr Toast, die Bundeswehr soll sofort abziehen, ansonsten ist Hort tot. Die soll jetzt sofort abziehen. Ich schicke euch einen Standort. Erst die Beförderung, dann die Kündigung. Olaf, hörst du mir zu? Nein, wir liegen nicht. Wir haben ihn noch im Auto. Nur kurz zurückziehen. Wir werden Ihnen einen Standort geben. Bruder, du hast doch eine Uzi. Aber schieß nicht, dann schießen wir auch. Ich geb dir den Standort. Hier sind 4 Bundeswehrautos. Ich werde abdrücken. Alles klar. Schick die weg. Wir drücken ab, wenn sie nicht gehen. Wir haben ihn immer noch als Geisel. Die sollen weg. Wir haben ihn immer noch als Geisel. Eine von Kündigung und 800 Hafteinheiten. Wenn ich dir meine Faust in deinen Mund reinschiebe? Wie schmeckt das denn? Ich ehrlich nicht gesagt viel von. Ich passe da auch nicht rein. Mach mal. Alles klar, Digga. Okay, Jungs, was machen wir? Wir sind irgendwo auf dem Weg gerade, im Bundeswehr. Wir erschießen ihn, wenn die ihn nicht abziehen. Die sind schon die ganze Zeit hinter uns, 5 Wagen oder so. Ich hab euch Dispatch geschickt. Ja, da in der Nähe. Ich hab dir Dispatch geschickt. Wo fahren wir hin? Büro. Fahren Sie Büro. Mir kommt gerade der Stift in der Hose, Digga. Ich bin so nervös. Oder hast du, ich nehm Hort seine Schutzwesten, alles, ne? Der Safe Sniper und alles dabei, dann können wir die ficken im Büro. Ja, ich hab ihn jetzt. So, wir reden im Büro weiter. Ich hatte noch ein Date. Meint ihr, das kriegen wir später noch hin? Ja, kommt drauf an, wann wollten Sie Date? Sagen Sie? Also um 1:30? 1:30 wird sehr, sehr schwierig, sag ich ehrlich. 1:30? Oh nee, Bruder, wird gar nichts, Heeres, ehrlich. Wartet auf uns, geht's hin. Ich hab eine Frage, wo ich hier jetzt gerade auf deinem Fuß sitze, oberkörperfrei. Jo. Warum hast du jetzt eigentlich steife Nippel? Das ist, weil ich gerade aufgeregt bin. Ja, es hört mich auch ein bisschen an. Ein bisschen hört mich das an. Ja. Bruder, ich sag's dir, wie es ist. Ich scheiß mir gleich in die Luft. Sag nie wieder schlechter Fahrer zu mir, Alter. Du hast richtig Scheißfahrer, Papa. Bis jetzt fährst du sehr, sehr gut, Digga. Hast du Büro eingegeben? Ich hab eingegeben. Fahr weiter. Unten im Büro mit gezielten Zückenwaffen. Welche Postleitzahl ist denn das Büro? Das ist die 8087. Könnt ihr das einmal kurz funken? Sie sind ja. Wir sind aber in einem anderen Funk, wir sind ähnlich. Soll ich das einmal kurz funken? Kannst du nicht. Ich möchte gerne funken, gar kein Problem. Aber du hast gerade den Knall daran gekommen. Ja, deswegen kannst du mich einmal ganz kurz loslassen. Steig aus. Hoch, Jalla. Komm hoch. Ich hab keine Schutzweste. Jalla rein. Boah, siehst du was? Komm, ich geb dir die Weste schnell, ich hab 2 Stück gekauft. Lass ihn los, er soll irgendwo muss gedrücken. Okay, Soka bleibt mit Shotgun da.
Wo ist Masteleris? Bruder, ich kann so perfekt den schießen. Mahmoud siehst du so. Ja, wie machst du denn, Bruder? Mach ja, so ist gut. Genau so ist gut. Da sieht man nur deine Waffe nicht. Okay, und dann Waffen erstmal hinpacken. Wunderschön. So, als allererstes gibst du mir mal alle deine Waffen. Ja, natürlich. Seine Uhr will ich auch haben, die gefällt mir. Jo, die kannst du auch, Digga. Kannst du auch haben. Das auch Barrett will ich haben. Ja, Barrett will ich haben, Mann. Gib mir das scheiß Barrett. Fang erstmal mit dem Waffen an, ja? Ganz langsam. So, gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir dein Karabinergewehr. Nimm dir ja, leg alles auf den Boden jetzt. Okay. Alles auf den Boden, ja. Mhm. Doppelläufige. Okay, weiter. Eine Schere. Keine Waffen mehr, hä? Doch. Wenn ich keine Waffen mehr, muss er erstmal die Schere weglegen. So. Kein juckt die Schere, Mann. Doch, keine die Schere juckt euch. Meine Schere reicht für euch. Vier. Nur die Waffen. Ja. Ich glaube, du bist nicht in der Situation zu beleidigen, Mann. So, einmal weg bitte von deinem, wenn du fertig bist. Warte. Er hat noch nicht mal alles abgelegt, Mann. Schick mal euer Eier. Ja, wie viel hat der Typ, Alter? Was, wie viel habe ich? Ich bin noch nicht mal bei 10%. Okay, gar kein Problem. Bruder, mehr Schnapp für uns, Alter. Da haben wir ja genau das richtige Arschloch. Ich hab's versucht. Chito, check die Tür. Ich hab's versucht, Digga. Der kleine Wichser vertraut mir nicht. Verstehst du, Sosa? Mhm. Der kleine Wichser vertraut mir nicht. Der kleine Wichser, Mann. Der kleine Wichser, ja. Genau, so, der kleine Wichser. Herr Hort, wir hätten beste Freunde werden können. Wieso haben Sie diese Freunde? Ja, noch werden, aber so läuft die Nummer hier nicht. Ja, so läuft die Nummer nicht. Das ist richtig, Digga. Herr Hort. Ja. Wenn ich hier jetzt alles snitche und wir zusammen rausgehen, will ich eine Beförderung? Okay, was hältst du von der Beförderung? Und dann nach der Beförderung kriegst du direkt den Rauswurf. Hat ja keinen Sinn. So, jetzt als erstes wollte Sosa uns snitchen, Digga. Und hat sogar noch einen Korb dafür bekommen, Digga. Besser machen. So, ich hab hier noch. Eine Machete habe ich auch. Wahrscheinlich snitche ich auch noch. Digga. Ja, ich weiß, Digga. Scheiß auf die Beförderung. Wie oft haben wir bei ihm gebettelt, Digga? Wie oft haben wir gebettelt, ne? Komm mal zu mir, Ort hier. Ja. Dreh dich mal bitte um. Mhm. Ich bin noch nicht fertig, ne? Das ging noch nicht. Wie teilen wir uns? Legen. Gut. Legen. So, was ist denn jetzt? Gib her! Was wollt ihr noch? Alles! Außer die Unterhose. Oder keine Stürme, Bruder. Nein, aber sondern uns einfach alles geben. Achso, danke dir für die Mikro-SMG. Die hast du mir gegeben. Danke dir. Ja, alles gut. Jeder soll ja was abbekommen, oder? Magst du was ein Fenster mit mir schauen, oder was? Sehr gerne. Ja. Ich bin Träumer. Scharfschützengewehr. Mann. Wollt ihr nicht abdrücken, Alter? Gib mir die scheiß Sniper. Wollt ihr nicht abdrücken, Alter? Ich wusste es. Mach ihn ab, er soll es geben. Bevor er tot ist, Alter. Digga, Wichser, Digga. Ja. Siehst du, und dann sagst du, geh weg. Fünf Schüsse wolltest du dir entgehen lassen. Kleines Arschloch. So, gib her. Hergeben, Mann. Was soll ich dir hergeben? Die Sniper. Die Sniper, Mann. Oder du bist tot. Geht nicht. Naja, was geht nicht? Du musst sie mir geben. Geht nicht. Doch, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Inventar ist voll. Was? Dann gib sie mir. Der Rucksack ist voll. Jo, ich hab 4 von 30. Was für voll, Mann. Willst du mich verkackern? Ich schieße gleich in deinen scheiß Kopf. Ich geb dir jetzt 10 Sekunden. So, hab ich gegeben. Jo, ich hab's. Nein. Wunderbar. Achso, okay. Doch. Hat der noch irgendwas? So. Nein, ne? Nö, der hat nichts. Hol mal jetzt den rein. Nee, Moment. Noch nicht, Digga, noch nicht. Du gehst jetzt an den Tisch und surrenderst dort, ja? Hast du mich verstanden? So, jetzt hier einmal, hier in die Richtung. Vorne ist besser, Bruder. So. Nee, Jungs, anscheinend habt ihr ja alles übernommen, Digga. So, Prost, mein Schatz. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut, ja? Jetzt immer gut, ja. Ich weiß, dass das ein Homie da unten ist. Ich weiß auch, wie sehr ihr euch versteht, ja? Nimm das nicht persönlich. Aber diese Ratte da unten vertraut mir nicht mehr, verstehst du? Und mein Arsch ist mir der Wichtigste. Schnauze im Funk. Mein Arsch ist mir der Wichtigste, verstehst du? Und ich mach mit dir eine Abmachung, ja? Ich weiß, wie oft du den Arsch für uns hingehalten hast. Wie oft du für uns Stress hattest. Du hattest alles für uns. Und ich und Sosa, wir sind dir bis ans Lebensende was schuldig, ja? Aber wir möchten hiermit offiziell die Bundeswehr verlassen. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ja, eigentlich war Punkt 2, dass ihr mir die Waffen zurückgibt, aber da wir jetzt alle Waffen haben. Ich glaube, wir brauchen keine mehr, Jungs, oder? Auf gar keinen Fall, Mann. Wir haben genug Plus. Fall, aber ja. 1, 2 Plus mehr wäre nicht schlecht, ne? Kannst du ruhig geben, genau, wenn du es tust. Genau. Wie viel ist in Ihnen denn, Herr Hort, sein Leben wert, wenn ich fragen darf? Die Frage ist eher, wie viel ist dir dein Leben wert? Mein Leben ist mir mehr als alles andere wert, ja. Weil ich entscheide, ob du mit deinen Leuten hier überhaupt jemals wieder rauskommst. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir den wendigen Dachs da unten gerade. Jetzt verstehen, was ich meine. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ja. Wir geben Ihnen Herrn Hort, obwohl ich sehr sauer auf ihn bin. Das kann ich Ihnen sagen. Weil er mir sehr oft in den Lücken gefallen ist und mir nicht vertraut hat. Sie lassen uns hier einfach gehen, ja. Und Sie versprechen mir, dass die Bundeswehr alle Akten von mir und Sosa löscht. Dass wir nicht mehr gesucht werden von dir.
Was halten Sie denn davon? Ich kann Akten nicht löschen, das kann nur die Justiz. Sorgen Sie dafür, dass Sie dann löschen. Werden Sie die Justiz bestechen oder sonstiges? Um 1.30 Uhr mitten in der Nacht. Nee, das werden Sie dann morgen machen. Ich und Soße werden uns so lange verstecken mit den Jungs. Bis Sie das morgen auf die Reihe bekommen haben. Was halten Sie davon? Kann ich dir noch irgendwie irgendwas anderes dazu anbieten? Vielleicht ein Softgetränk oder so, Heeres? Kaffee. Ich kann dir meine Karabiner gerade am Arsch schreiben. Was hältst du denn davon, Digga? Was mit Chai, ja? Ich sag's Ihnen auch so, wie es ist. Deswegen bin ich auf einen Tausch mehr interessiert, ja? Auch Ihnen zu Libertos. Du willst hier Leben wieder rauskommen. Ich möchte hier Leben wieder mit meinen Jungs rauskommen, ja. Und du möchtest nicht, dass die Bundeswehr dich jeden Tag in den Arsch fickt? Ich möchte nicht, dass die Bundeswehr mich jeden Tag in den Arsch fickt. Oh, das ist schwierig, mich da zu überreden. Hey. Ich kann dir auch eine Kugel in deinen Kopf verpassen. Wie wär's denn da mit dir, Michael? Ja. So ist verdammte Scheiße, auch, Alter. Du bist hier lieber ruhig, Mann. Du hängst hier auf dem Boden mit Händen hinterm Rücken. Oh ja, da seh ich. Oder hinter deinem Scheißkopf. Oh Toast, sie wollten aussprechen. Vermeiden möchtest, dass die Bundeswehr dich jeden Tag jagt. Jeden Tag. Geht er mit mir hier aus diesem Gebäude raus. Jungs, seid ihr ready dafür? Was? Ich frage meine Jungs. Denkt ihr, wir werden es hier lebend wieder rausschaffen? Also, stürmen wenn können die sowieso nicht. Die werden draufgehen. Verdammte, ich sag euch ehrlich, wir nehmen den jetzt wieder an Schwitzkasten. Ah, ich sag mal so, irgendwann müsst ihr hier raus. Ey, dich hat keiner gefragt, okay? Also, ich hab den ganzen Tag Zeit, also ich will ja nichts sagen. OG landet jo, Mann, Alter. Jetzt ruhig. Ey, wo kommt das Schwein her, Digga? Das ist Crips OG, Jungs. Crips OG, Alter. Verdammte Scheiße. Achso, Crips OG, ja, okay. Ja, yeah. Wenn du nicht so enden willst, dann bist du erstmal ruhig schon. Das Ding ist ja Hort, hier, der Hort, ich will ja nichts sagen oder so, aber ich habe noch eine Woche hier Zeit, Alter. Also ich kann eine hier... Woche? Ja. Wir haben eine Dusche hier, drin chillen. Wir haben Fernseher hier, wir haben eine Couch hier. Oder ich habe genug zu essen, du weißt gar nicht. Hier. Wir haben alles hier. Hallo, reicht euch mal zusammen, Jungs, hallo. Okay, Jungs, hört mal zu. Wir nehmen den Schwitzkasten, okay, gehen mit dem runter, steigen ins Auto, wir fahren ein paar hundert Meter und dann lassen wir den einfach gehen. Nö. Passt auf, ja. Meine Kollegen unten haben Tränengas. Wenn sie reinkommen, sind sie direkt tot. Hey, Sosa, komm mal bitte. Nö, direkt nicht. Glauben Sie mir, bevor die hier was reinwerfen, liegen die. Ey, sollen wir Toast auch einfach als Geisel nehmen? Da können sie gar nichts mehr machen. Nein. Meinst du nein? Oder wenn wir jetzt Toast als Dings nehmen... Dann sind wir für immer, ne? Weltkrieg-mäßig. Ja, okay, hast du auch recht. Ich sage dir nur eins, überleg dir genau, was du dann tust. Egal, was es ist. Überleg dir ganz genau, wenn meine Kollegen da hinten auftauchen sollten, ob ihr direkt schießt oder nicht. Hast du mir jetzt den Krieg erklärt? Jungs, ihr habt das gehört, Digga. Olaf Toast, ich liebe Sie so sehr. Ich gebe Ihnen einen Tipp, ja? Kommen Sie nicht hier hoch. Kommen Sie hier ich nie wieder auch den hoch, Tipp. Ja? Ich warne Kommen euch. Sie nie wieder hier hoch, ja? Ich warne euch. Und das sage ich dir als Bruder, Digga. Als einer, der dich über alles liebt, Digga. Wenn du hier hochkommst, wird es dich leider auch erwischen, ja? Kannst du aufstehen! Hort, komm mit. Wir können ihn mitnehmen. Kleiner Schwächeanfall. So, verpiss dich, Digga. Verzieh dich, Mann. Schneller. Der Scharfschütze. Du sollst dich schneller, Mann. Das liegt mir am Herzen. Scheiße, Mann. Ist doch Action, Mahmoud. Pass auf, Alter. Wir ficken die jetzt. Ey, verteilt euch. Verteilt euch. Jetzt geht's ab, Jungs. So. Der Krieg wurde offiziell erklärt. Okay. Hört mal zu. Okay, Jungs, Bruder, gib's gerne zu. Mach dich direkt bereit, Bruder. Ja, bereit. Was hört zu, Digga? Komm her, ihr Posten, Digga. Ich hab Shotgun, ne? Pass auf, nicht, dass wir uns selber treffen. Ja, ich lasse ihn gehen, weil die unmöglich hier reinkommt, Tassos. Unmöglich, die kommen hier nicht rein. Niemals. Die sind direkt tot, wenn sie reinkommen. Jungs, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass die kommen. Weiß ich nicht. Doch, kann gut sein. Die werden nicht kommen, oder? Die werden warten, bis wir runtergehen. Also ich kann nicht schlafen gehen. War da jemand? Nein. Ey, Jungs, ich glaube, ich gehe vor. Oder ich gehe komplett hinter denen. Ja. Boah, Bruder. Dann gehe ich hin, dann gehe ich hin. Hör zu, da kommt jetzt jemand hoch, ich glaube Toast, der wird dich Essen einpacken. Marcel weiß das nicht, aber wir nehmen den Geisel, Bruder, sonst kommen wir hier nicht raus, okay? Wir nehmen den als Geisel. Nein. Bruder, das Schlimmste, was du machen kannst hier, ist Herr Toast. Sosa, möchtest du was von McDonald's, Digga? Bruder, er soll einfach Döner holen. Der Hort fragt, ob du einen Vibrator haben willst. Wieso denn, Herr Hort? Für ihre Mutter, oder? Achso, für seinen Arsch. Für deinen Arsch, meint der Sosa. Hört auf, nicht schießen. Der Herr Hort kommt jetzt hoch. Und legt da uns Essen und Trinken ab. Ja? Oder währenddessen Herr Hort hochkommt, kommt eine ganze Einheit hinterher. Also das ist das Dümmste. Dann klären wir die ab. Wenn Herr Hort nicht alleine kommt, dann schießt ihr, ja? Wenn Herr Hort alleine kommt, lässt ihr ihn. Ich habe ihm nicht erlaubt, weiterzulaufen als diesen Aufzug, Digga. Habt ihr mich gehört? Yeah, er legt dort Essen ab und verschwindet wieder. Ich sag, die snitchen uns 100%. Also wenn das kein Dreck ist, dann weiß ich auch nicht. Die werden zu 100% irgendeine Kacke machen. Hort wird reinkommen, Tränengas schmeißen und wieder durchziehen. 100%. Ich wette meinen Arsch drauf. Da kann was nicht gut sein. Ja, da kann ich ja nichts dafür, Digga. Dann komm mal hier hinter mir, du Scheißwichser. Jo, sorry, das stimmt. Digga. Die stürmen.
Renn. Adrenalin, ich hab Adrenalin. Herr Toast, geht's dir gut, Herr Toast? Ja. Rein, Stimmung! Tschüss. Ja, war doch klar, weil er die ganze Zeit am Telefonieren ist. Ich am Telefonieren bin, dann kommen wir nicht raus. Viele. Ist doch klar. Der größte Teil ist ja Bundeswehr. Ja. Also ich bin enttäuscht. Liegt einer von den SEK dann? Nein. Draußen, glaube ich. Ja, ehrlich. Aber wie kann der denn draußen liegen? Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube draußen liegt einer.